Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode. Ich spiele jetzt wieder mit Maustastatur, denn als ich hier das Spiel wieder geladen habe, hat die Controllersteuerung eben komplett versagt. Da zittert der Charakter auf einmal. Geht gar nichts mehr. Naja, ist wie es ist. Und dachte, der Monitor war eigentlich an. Aber okay. Warte mal, ist es Power Off jetzt? War das jetzt gut? Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Okay. Wird das jetzt hier eine Schnitzeljagd? Und warum ist da eine Puppe dran? Du bist auch durch die Luke, hm? Wenn ich's rausschaffe, lasse ich dich abholen. Aber kann er das nicht einfach wegmachen? Und welche Tür geht auf? Ich will nicht weitergehen, ganz ehrlich nicht. Es ist doch alles nicht geil hier, oder? Was haben wir hier? Will ich das aufmachen? Oh. Da konnte er mich beobachten. Der letzte Stall ist vermutlich der schlechteste, oder? Schaut, dass wir ihn den anderen hier nicht irgendwie einsperren könnten. Na komm, jetzt geht er durch. Ah, es war mit dem Controller schon ein bisschen angenehmer. Man gewöhnt sich dann irgendwann dran. Ist das hier so die zentrale Heizung von dem ganzen Hotel? Okay, was für schlimme Dinge passieren, wenn ich den Hebel da jetzt umlege? Warum macht man das auch so kompliziert? Bitte lass das Licht nicht ausgehen. Oh, warte mal, das ist irgendwas mit Feuer. Fuck, habe ich jetzt irgendjemand umgebracht? So eine Scheiße, ich glaube, ich will es gar nicht sehen, oder? Boah, ich will so nicht weiterspielen. Echt nicht. Und da ist offen. Das Teil ist verbrannt. Okay. Ich möchte da gar nicht rennen, aber ich glaube, ich muss.
Scheiße, was ist das hier? Na hallo, Schmuckstück. Das ist eine Falle. Preise den Herrn. Komm jetzt bitte nicht auf die... Echt? Nein! Bitte rauch jetzt nicht hier drin. Das war die beste Zigarette deines Lebens. Nein, das Schlimmste. Oh, verdammt! Fuck. Ja, der Barkeeper ist weg. Praise the Lord. Was macht er? Okay, das ist jetzt echt fies. Oh, scheiße, Gas. Ja, jetzt darf hier bloß nichts kaputt gehen. Also die Lampe da zum Beispiel, die würde ich vielleicht ausmachen. Hey, hallo! Ich bin hier! Oh no. Was wird das? Wie? Bitte. Nein. Stopp! Bitte! Stopp! Bitte! Ja. 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 Ich versuch's mit Gitter. Oh, geht da. Geh auf, verdammt. Ja. Für unsere Freunde wird's langsam brenzlig. Für Charlie war es zu brenzlig. Es kann schwierig sein, mit jemandem zu arbeiten, dem man nahesteht. Aber ich denke, Mark und Kate könnten es schaffen.
und dabei neue Dinge übereinander erfahren. Und was halten Sie von Mr. Dumets netten Animatroniken? Ich halte sie für recht pfiffig. Einige sehen sehr realistisch aus. Wo er wohl die Teile hernehmen mag. Es wäre nur fair, wenn ich Ihnen jetzt zum Ausgleich sozusagen einen Hinweis gäbe. Was denken Sie? Ja, sehr gerne. Vielleicht helfen uns ja die Werke von Sir Arthur Conan Doyle weiter. Der gute Herman Mudgett, so scheint es, mochte Sherlock Holmes so sehr, dass er dessen Nachnamen annahm. Hier. Er besitzt ein Gehirn ersten Ranges. Regungslos sitzt er, gleich einer Spinne, im Mittelpunkt eines Netzes. Allein dieses läuft in tausende von Fäden aus. Und er spürt das leiseste Zucken eines jeden derselben. Ich hoffe, das hilft. Eigentlich überhaupt nicht. Aber das jetzt mit dem Feuer, ich meine, das mit der Tür, glaube ich, hätte nichts gebracht. Weil die war viel zu massiv und auch unten war für mich das einzige Ding. Sie sollten wieder ans Werk gehen. Glück. Auch wenn die Raumtemperatur dann natürlich oben steigt, aber... Vielleicht ist er doch noch nicht tot. Wenn, dann hat er vielleicht schwere Verbrennungen immer sehen. Ich hätte ihn retten können. Oha. Was zum Teufel? Warte, hörst du das? Ja. Von da unten. Was, wenn das Aaron ist? Niemals. Verdammt. Das ist noch eine Falle. Es ist hier der einzige Ausweg. Also finden wir es raus. Alles ist hier eine Falle. Komm, jetzt lass mich doch mal gehen. Ist das Licht jetzt an? Ist das denn so klug? Wir haben keine andere Wahl. Ja, leider. Eine Waffe wäre nicht schlecht. Wir sind doch in fucking Amerika. Da hat doch jeder eine Waffe. Und da hätten wir einfach erschießen können. Wo sind wir? Keine Ahnung, aber das sieht... Oh, ist das der Spa-Bereich vielleicht? Ziemlich herunterkommen. Aber irgendeine geile Scheiße wird hier wieder auf uns warten. Das sind Duschen. Oh, Baustelle. Cool. Columbus Bar. Ja. Da war ich richtig mit... Laura hier am Empfang. Was zur Hölle? Der Columbus Bar ist jetzt für Gäste geöffnet. Wir behandeln jeden unserer Gäste hier wie ein echtes Kunstwerk. Dieser Mistkerl. Er beobachtet uns. Was macht hier die komischen Geräusche? Oh. Da sind wieder zwei Puppen. Komm, was stehst du doch eigentlich immer bei mir rum? Ah, ich glaube, wir müssen eh da rein. Komm, dreh dich um. Ah! Scheiße! Oh, da liegt was. Ah, ist wieder so ein Brief. Ja, nimm.
Okay, an unser gesamtes Personal von Dr. Pulli, 19. April 1934. Betreff Deckeneinsturz im Heizungskeller. Sehr geehrte Damen und Herren, der durch ein... Ich wollte jetzt gar nicht drehen. Gehen wir jetzt... Nein! Ah, machen wir das bitte nochmal. Ich wollte das jetzt fertig lesen. Aber mein Controller war es echt viel besser. Der durch den Rohrbruch in der Wäscherei verursachte Wasserschaden hat zu einem Deckeneinsturz im Heizungskeller geführt, wodurch es zu schweren Schäden an der Heizungsanlage und Wasserzufuhr kam. Aufgrund des Unterschieds haben wir schweren Herzens dazu entschlossen, das Wasser vorzuschließen, bis Reparaturarbeiten durchgeführt werden können, was womöglich einige Monate dauern wird. Die Gäste werden derzeit informiert und gebeten, ihre Zimmer bis zum Abend zu räumen. Okay. So, was war das jetzt hier hinten? Ich sehe gar nichts hier. Okay. Ansonsten, da war nichts. There must be something useful around here. Und sie sprechen schon wieder Englisch. Das ist eine schräge Puppe. Wie bist eigentlich du da drüben hinkommen? Frag für einen Freund. Du bist ja nicht da raufgegangen, oder? Nee. Hey, wie ist denn der da rübergekommen? War nicht da drüber? Nee. Hä? Geht's ja nicht weiter, da kann ich ja nur ansehen. This way? Ja, sag mir, wie du da rüberkommen bist. Da ist ja alles dicht hier. Oh, da unten ist noch was. Was bitte zum... Ah, da unten. Eine Visitenkarte. Jess Clark. Bauleiter. Naja. Also bist du da irgendwie rauf oder hä? Was haben wir hier? Gar nichts. Und von da sind wir ja gekommen und da gab es ja keinen anderen Weg. Weil da jetzt blockiert ist und da hinten auch. Hä? Komm, ich könnte doch da einfach so vorbeigehen. Spiel, warum darf ich das nicht? Wie hast du es da rüber geschafft? Was übersehe ich jetzt hier? Da ist alles Wand. Da war der Hinweis. Hä? Ist jetzt da irgendwie hingezoomt? There must be something useful around here. Also Sprachausgabe ist wirklich 1A. Jetzt stehe ich gerade wirklich ein bisschen an. Wie komme ich darüber? Reception. Bin gerade echt überfragt. Ich frage mal Dr. Google, liebe Leute.
Und dann sehen wir uns gleich wieder, vermutlich schreit sie schon die ganze Zeit, Barbara macht es. Aber ich sehe es nicht. Also, kurzer Cut. Ja, und da bin ich wieder und wow, ich bin echt dämlich. Man kann da vorne vorbeigehen. Ich habe das voll nicht gesehen. Okay. Ja, dann gehen wir mal da zu dir. Oh Mann, das war direkt vor meiner Nase. Na komm, ist doch nicht so. Was haben wir hier? Da geht's rauf. Ah, da hinten geht's nicht weiter, also wir müssen da nach oben. Ab zum Empfang. Schon wieder eine Puppe. An alle Gäste mit Kabehandlung. Bitte versammeln Sie sich bei den Türen am Empfang. Das auch wieder ansehen? Mark, hilf mir mal. Ich glaube, wir kriegen dieses Ding kaputt. Ist das eine gute Idee? 3, 2, 1, los! Na toll. Kate? Was ist passiert? Wir kommen zurück, bleibt da! Beeilt euch! Oh, das tat weh. Ist das eine Sauna? Was? Das steht nicht im Skript. Ich... Hä? Alter. Also es tut mir echt leid, wenn ich in solchen Situationen nicht wahnsinnig viel Quatsch, aber ich bin echt angespannt. Noch eine Visitenkarte. Von Mr. Dumet. Bauherr. Ja, ja. Hat mir jetzt aber gar nichts gebracht. Außer, dass da hinten irgendwas ist, wo ich nicht hinkomme. Wenigstens bin ich nicht alleine. Ich glaube, wir haben hier eine Sackgasse. An was schnüffelst du da? Gut, da könnten wir einfach rüber. Du krankes Monster, ganz ehrlich. Oh, da ist was. Wird das ein... Achso, wir können da nach oben. Eigentlich, glaube ich, wollte ich mich noch ein bisschen umsehen. Bleib dran. Natürlich. Oh, was zum... Wow! Arschloch! Was zur Hölle war das? Die Musik hat mal wieder angefangen. Hä? Ist ich da runter? Ja, okay. Ey, das Licht ist total für den Arsch. Man sieht halt kaum was. Ich drehe ja dann gleich mal die Helligkeit hoch. No point just standing around. Oh, da ist was. Untersuchen. Ah, schon wieder eine Münze. Nice. Es muss einen Ausweg geben. Ja, hat's auch bestimmt. Den ich halt
gern sehen würde, aber es ist halt einfach arschdunkel. Ich sehe. Da hinten vielleicht irgendwie? Ah, da hinten. Mann, da komme ich nicht durch. Ganz ehrlich, ich muss die Helligkeit hier mal ein bisschen hochdrehen. Anzeige. Helligkeit. Ja, es ist ein bisschen besser. Aber so wirklich im Ausgang sehen tue ich auch nicht. Außer, dass man hier halt irgendwie nach oben könnte. There must be a way out. Ja, jetzt warte doch mal. Hier willst du ja nicht springen oder sowas. Gibt's doch nicht. Mit dem Brett kann ich auch nichts machen. Hier drauf jumpen ist auch nicht. Da ist auch noch was. Kann ich aber nicht hin. Ups. There must be something useful around here. Also hier so drüber jumpen. Ja, geht doch. Nicht runterfliegen. Sehr gut gemacht. Jetzt? Runterspringen. Ah, jetzt sind wir quasi auf der anderen Seite von dem Holzteil. Hey, ah, komm, geh wieder rauf bitte, danke. Und hier auf der Seite, komm. Also renovieren wird sich hier, glaube ich, nicht mehr rentieren. Da würde ich gleich komplett neu bauen. Mark, hilf mir hier bitte gerade mal. Hat jetzt Licht ausgemacht? Lass das bitte an. Ha. Ja. Ich sehe einen Jumpscare. Da ist eine Puppe drin. Oh, das kann nicht rauskommen. Musik macht wieder komische Dinge. Drei, zwei, eins, Jumpscare. Ja, aber immerhin Licht. What the? Sei still. Nein. Monika. Nein. Nicht. Bitte, sei still. Bitte. Was zum Teufel? Hä? Ist das eine Art Botschaft? Er will uns Angst machen. Oder uns was sagen. Passiert bestimmt nichts Gutes. Aber das sind ja noch Puppen. Ah!
Mist. Die haben sich wirklich von Saw inspirieren lassen. Dann nehmen wir mal den Schlüssel. Jetzt nimm doch den. Mein Gott, manchmal diese Findung hier. Spa Master. Okay, das heißt, wir können jetzt jede Tür aufmachen. Ja, welch Zufall, dass wir jetzt einen Schlüssel haben. Ah, da ist er ja wieder. Wie kommen wir jetzt zu ihr? Hey, da wollen wir es blinken. Mark, hier. Weg mit dem Schreibtisch. Hallo? Mark? Jamie? Hier. Kate. Wir sind okay. Wir sind okay. Oh, Gott sei Dank. Wir haben einen Schlüssel. Nichts wie raus hier. Hier lang. Moment mal, war das vorher auf 180? Mo, oh no! Das sind die ganzen Tode, die er jetzt hier gemacht hat. Ich dachte, es wäre eine gute Idee gewesen, da rein verstecken. Oh, Scheiße. Nein! Ja, geil. Hol mich verdammt nochmal hier raus! Kate! Jetzt wieder so ein Gasding werden? Beil verschlossen. Fuck! Was war das? Oder Kühlkammer. Oh nee. Der macht hier. Der saugt die Luft ab. Ich kann nicht atmen. Diese Fenster sind fest verschweißt. Er will, dass wir dabei zusehen. Oh, hast du das gesehen? Da war ein Riss. Warte, schau mal. Ein Regler. Sagt er für Luft? Nein. Nein, nicht beide. Er saugt sämtliche Luft ab. Die Person, zu der wir den Hebel schieben, wird sterben. Was? Tu doch was! Er will, dass wir uns entscheiden, oder?
Oh mein Gott! Ich kann nicht. Wenn wir nichts unternehmen, sterben sie beide, Mark. Jamie! Bitte! Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Bitte hilf mir! Wir sollten jetzt vielleicht langsam was machen. Jetzt! Kate. Nein! Wir müssen was unternehmen! Sie werden beide gestorben! Danke! Danke! Nein! Nein, 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 nein! Nein! Kate! Ja, aber sie wird überleben. Eben, da war dieser Riss. Okay, zurück, zurück! Gut. Sie ist okay. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.